Hello, 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 boys and girls, welcome to my channel. Okay, das wird ab jetzt immer die Anmoderation sein. Na, wie geht's, wie steht's? Ach ja, es sind ja so viele Leute im Chat. Hallo, viele Leute. War nur Spaß. Ach komm, wir starten direkt, Alter, komm. Heute ist ja Party am Lennys. Ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken, wer so da ist und ja, wie das jetzt so läuft. So. Nameless, da haben wir ihn. 162, ist aber auch nicht mehr als gestern. Na gut, es ist ab 20, 21 Uhr ist er meistens so der Server voll. Also so, oder hat seine Höchstzahl erreicht, sage ich mal. Es könnten schon 180, wäre schon nicht schlecht. Ah, 160 geht auch. Ist eigentlich okay. Ist legit. So Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spyrox Live. Eigentlich nur Spyrox, also auf YouTube heiße ich nur Spyrox. Und hier halt live, weil live. Ja, ich versuche gerade, ich habe jetzt schon heute 3 Parts von GTA hochgeladen auf YouTube. Könnt ihr euch gerne reinziehen. 3 Parts habe ich hochgeladen. Ich habe halt ein Problem mit einem Part, weil der weltweit gesperrt ist wegen Urheberrechtsproblem. Da habe ich jetzt aber wahrscheinlich das Problem gelöst. Ich habe es halt geschnitten, das Video. Zwar ein bisschen unprofessionell geschnitten, aber ja, es tut, was es tun muss. Von daher, ja, also ihr könnt euch jetzt Folge 1 bis 3 könnt ihr euch jetzt auf YouTube angucken. Und den Rest, ich glaube, ich bin schon bei Folge 6 jetzt. Das ist Folge 7. Also, die ersten 3 Folgen sind auf jeden Fall da. Genau. So. So, dann wollen wir mal. Ah, halt, ich will erst mal was gucken. Bitte lass es noch da sein, bitte. Ja, ah, Kontakte sind noch da. Ich habe Angst gehabt. So, Tasche ist auch noch gefüllt. Ja, perfekt. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Mal Orange essen hier. Geil. So, was ist denn hier los, Alter?
Was zur Hölle macht der Heli hier? Okay. Bitte. Jo, hi, hier ist Steve vom Yellow. Hi. Hi. Hier, bist du bei Lennys mit? Ja. Okay, ich würde auch mit dahin kommen. Zum Verkaufen. Kannst du machen, aber die Party ist wahrscheinlich schon bald wieder vorbei. Ach so, okay. Also, ich weiß bis 20 Uhr und danach weiß ich nicht, ob da noch irgendwas läuft. Ist 20 Uhr. Na gut, ich komm zumindest mal vorbei. Komm man da Ja, frei kannst du ja rein? machen. Ja. Okay, alles klar Einfach dann. irgendwo außerhalb Auto abstellen, ne? Na? Du siehst uns dann schon. Hier steht ein großer Sand King und eine Mule. Okay, ist das direkt bei Lennys oder ist das woanders? Ja, das ist. Ne, das ist da. Alles klar. Dann bis gleich. Jo, bis dann. Ciao. Okay, wir. Halt. Erstmal muten. Wir gehen zumindest mal dahin, hä? Boah, jetzt sag mir, der packt den wieder nie aus, Alter. Nein. Was hat er denn für Probleme? Ich raste aus. Jetzt geht der Scheiß hier schon wieder nicht mehr. So, Alter, ich muss mal kurz das probieren. Geht gerade wieder was neben bei mir.
Danke. Wie auch immer, jetzt geht's. Sowas. Abend. Wie? Wenn die 10 Pro, wenn die 10 Ja, woher soll ich das wissen? Wie ist das eigentlich, Vito? Wieso bist du ohne Supersportler hier eigentlich? Ist der noch nicht da vorne? Ja, komm. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Auto. Was? Kann man Supersportler hier reinstellen? Bitte. Jo. Ja, hier ist Steve. Hi. Wo bist du? Ja. Wenn du aufs Gelände kommst, an der Garage vorbei, dann siehst du links so eine Einfahrt. Halt, siehst du den schwarzen Drafter in der Mitte? Ja. Ja, da stehe ich gerade. In der Nähe. Ja. An dem Grün? Bist du das? Bist du das da an dem Grün? Nein, ich habe eine grau-weiß College. Oh, was ja, genau. Muss, ja, geht doch. Jo, was geht? Noch eine. Alles gut? Ja. Und habt ihr ordentlich verkauft? Wir haben ordentlich ausgeteilt. Oder so. Ja. Ah, ich bin ein bisschen zu spät, weil ich dachte, das fängt später an. Ja, alles cool. Macht ihr heute das Yellow nochmal auf? Oder habt ihr irgendwie was geplant? Oder? Kann ich gerade gar nicht sagen. Mal gucken, okay, wie lange das hier geht. Ja, also mindestens bis 8, wenn um 8 Uhr erst die Autoverlosung stattfindet. Ja. Mhm. Aber ich meine, wenn das hier noch bis 10 dann dauert, dann brauchen wir das Yellow nicht mehr aufmachen. Ja, das stimmt. Ja, nicht wirklich. Weißt du, wenn der Harry wieder da ist? Ich weiß gar nicht, wo ist Harry überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Der kommt heute gar nicht. Der möchte in seinen Geburtstag reinfeiern und möchte deswegen zu Hause alles vorbereiten. Stimmt. Doch morgen 14. Deswegen ja, kommt gut, der Rüll das gar weiß nicht. Ich, ja. Ja, okay, weißt du. Wusste ich jetzt nicht, aber okay. Und deswegen wollte er uns eigentlich vorher alle Bescheid sagen, aber auch irgendwie. Ich wusste nur, dass er heute nicht da ist. Ihr habt immer was Leckeres zu fressen für mich. Ja, Rassi, möchtest du doch ein T-Bone Steak oder ein Yellow to go? Ja, alles, was ihr dabei habt, gib mir mal zwei, drei Sachen, hä? Okay. Die ganze Kieferei macht ganz schön durstig und hungrig, Alter. Ja, da hast du recht. Bitte doch schön. Ah, danke, Junge. Brauchst du doch was zu trinken? Nee, da habe ich genug Bier.
Okay, so kann man es natürlich auch machen, Bier trinken. Oh. Wie war dein Name nochmal? Keith, war das richtig? Ja. Ja, okay. Hier, vor... Wann war das? Wo ihr mich eingestellt habt, oder wo Harry mich eingestellt hat, ne? An dem Tag, da war ich abends nochmal mit irgendwelchen komischen Leuten da am Yellow, ne? Und hab denen noch was gegeben. Und dann kamen auf einmal zwei Taxis an, mit dem halben LSPD. Alle besoffen. Ach ne. Geil. Oh ja. Und weißt du, wer auch dabei war? Sind die drauf. Keine Ahnung. Der Chief of Police. Ja, der hat dir auch hoffentlich ordentlich Trinkgeld gegeben. Nee, das Lustige ist, jeder hat mir Trinkgeld gegeben, außer der Chief. Ja, das passt aber zu ihm. Na. Ich meine, so war er ganz gechillt drauf, aber... Das passt zu ihm. Vor allem, dann war dort noch so ein Afrikaner, der ist dann ins Yellow hinter die Bar und meinte, ich bin sein Praktikant. Hä, was? Na, komm noch höher. Was? Ja, wie, komm höher? Was kommt höher? Wenn du mitreden willst... Komm her! Ich steh doch direkt schon hier, soll ich mit dir kuscheln? Ja nee, ich denke, wenn du mitreden willst. Nee, da war letztens noch ein Afrikaner, der ist dann hinter die Bar und meinte, ich bin sein Praktikant. Nee. Ah ja. Okay. Den habe ich dann erstmal rausbefördert. Ich habe ihn dann gefragt, wer denn der Chef vom Laden ist, und dann meinte er die Annegret. Die Annegret? Ja, knapp vorbei. Genau. Das habe ich auch gesagt. Dann müssen wir mal Harry fragen, ob seine Frau vielleicht Annegret heißt. Wer weiß. Hat er überhaupt eine Frau? Ach, wer weiß. Vielleicht die Gummipuppe im Schank, ich weiß es nicht. Oh je. Aber die haben alle schön eine runde Hornhautverkrümmung genommen. Ja, warum das ist nicht? Schön. Bei mir hat auch letztens jemand abends mich angerufen, ob man noch was kaufen könnte. Bin ich extra vom Schlafengehen nochmal hingefahren. Ja, wie viel hat die gekauft? Ich glaube, oh Gott, jede Menge, 20 Hornhautverkrümmung. Oh, okay, das hat sich gelohnt. Hat dann nochmal $800 Trinkgeld gegeben, aber leider hat die nur per Karte bezahlt. Na gut. Aber ich meine, wenn die nochmal so viel bestellen, dann lohnt sich das. Ja, aber ich war da total überfordert an dem Abend, weißt du, halbe LSPD auf einmal, der Platz war voll, ich alleine und alle besoffen. Das war, ja... Ja, ich hoffe, du hast ein Video davon gemacht. Leider ne. Ja. Vor allem, die sind dann irgendwie noch an diese komischen Antennen da, hier diese Satellitenschüsseln, dann sind die irgendwie da alle hochgeklettert, dann ist einer runtergefallen und das LSPD hat sich irgendwie benommen wie ein Kindergarten. Okay. Das war ein interessanter Abend. Ach ja, solange die Geld liegen lassen, da alles gut. Ja, genau. Das war mir egal. Ich war gestern mal auf diesem Oktoberfest, aber das war lame hoch 3. Okay, stimmt, das war ja auch noch. Ja. Das ist voll nach mir vorbeigegangen. Weil ich bin gestern mal rumgefahren und hab geliefert und hab mich gewundert, warum die Stadt so leer ist. War niemand da. Dann waren die alle am Pier. Was war trotzdem irgendwie... Moment, hey, ich dachte, was, Oktoberfest? Na? Ich dachte, das ist nächste Woche. Ne. Das war gestern. Gestern am Pier. Ja, egal. Ricky war auch da. Ich weiß. Kann man bei der Verlosung eigentlich irgendwie mitmachen hier mit dem Auto? Ja, musst du zu den Security-Männern. Okay, muss man dann, was muss man dann bezahlen für ein Ticket? Nee, oder du musst nur deinen Ausweis vorzeigen, daran notiert dich dann. Die Verlosung-Teilnahme ist gratis. Okay, läuft das noch? Kann man sich dann noch? Ja, Verlosung ist um 8, also du solltest dich dann beeilen, wenn du noch teilnehmen willst. Okay, ja, dann geh mal kurz, ich komme gleich wieder. Wir meinen dann im schwarzen Anzug suchen. Jo, alles klar. Starchen, Junge. Aber ja, Kim, aber ich dachte, du kennst dich hier voll.
Entschuldigung, die Herrschaften. Moin. Kann man bei dieser Verlosung noch mitmachen? Ja, rechts vom Drafter. Da steht ein Mann im Anzug, genau wie wir, und bei dem kann sich eintragen lassen. Alles klar, danke. Kein Problem. Mit Wie oft musst du nachts aufstehen? Mit meiner Gargoyle rumgefahren. Jo, Steve, was geht, man? Jax? Max. Was geht, Steve? Jo. Alles fit, man? Alles fit? Ja, passiert. Alles klar, Max, dann... Sag mal, weißt du, wo man sich hier noch anmelden kann? Für die Verlosung? Ja, bei dem Herrn hinter mir im Anzug. Ah. Boah, da ist echt was los. Sir? Bitte sehr. Kann ich mich noch anmelden hier für die Verlosung? Nee, ist leider zu Ende. Nein, Spaß. Natürlich können Sie sich anmelden. Okay, was brauchen Sie? Dann hätte ich einmal den Perso, bitte. Jo, gebe ich Ihnen. So, bitteschön. Dankeschön. Alles klar, dann den Perso einmal wieder zurück und okay. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Auswahl. Vielen Dank. Geht das dann um 20 Uhr? Ist das dann die Verkündung, oder? Richtig, so sieht's aus. Alles klar. Und genau wird's aufgelöst? Okay. 19, 20, 20 oder was? 20. Okay, bin ich mal gespannt. So. Aber gewinnen tue ich sowieso nicht, so weiß ich jetzt schon, ey. Na, es ist ja... Guck mal, wie viele Leute hier mitmachen. Eben. Mal schauen. Muss man schon eine Menge Glück haben. Ja, wer lost denn das aus eigentlich? Ich denke mal der Rob. Ah, okay. Geschäftsführer. Derzeitige. Oh. Okay. Boah, der Wagen ist schon nicht schlecht. Geiles Teil. Also nicht schlecht, ist schon untertrieben, der Wagen ist super. Was hast du dir für den Wagen geholt? Ist der mit Tuning oder ist der... Also hat der, ist da schon was drin motormäßig oder? Der ist komplett getuned. Oh, okay. Krass. Ich bin 1,9 Millionen. Okay. Hast du ein Auto bestellt, Sonny? Ich hab mir ein Auto bestellt, den Schafter V6, ja. Nice, Mann. Auf jeden Fall. Ich dreh mich mal lieber zu dir, das kommt irgendwie nicht so gut, wenn ich mich da mit dem Rücken zu dir drehe. Aha. So. Wird eigentlich nur vor. Wo ist Berno? Berno ist hier. Berno! Ich soll dich fragen, ob du Unterwäsche trägst. Jax? Ja? Willst du einen Whisky Cola haben? Boah, auf jeden, Mann. Ich hab noch zwei dabei, oder? Ja, das gerne. Eigentlich bin ich ja heute mit zum Arbeiten, aber ich bin irgendwie zu spät. Deswegen mach ich jetzt hier Beizeit. Na. No. So, ne? Bitteschön. Cool, danke dir, Mann. Und was machst du so? Uff. Nicht viel, ich bin gerade erst aus dem Hotel gekommen. Wollte eigentlich früher da sein, aber. Naja. Geht mir ähnlich, ich sag's dir. Gestern ging auch nicht mehr viel. War gestern wegen dem Fest komplett ruhig in der Stadt irgendwie. Ja. Hä? Wie spät haben wir es eigentlich? Was musst du dafür machen? 19:40. Oh, das ist ja gar nicht mehr lange. Ja. Weißt du, dann müsste ich nicht mal mit dem ollen Leichenwagen rumfahren. Das wäre schon ein Upgrade, oder? Ja. Ach ja. Bin ich mal gespannt, ob die den mal verkauft kriegen. Nee. Ich meine, wer will einen Leichenwagen kaufen? Ja, das ist die Frage halt, ne? Na. Aber ich meine, die Reaktionen sind geil, geschäftsmäßig, ne? Ja. Er fällt auf. Zum Yellowjack, ne? Ja, ja. Ja. Ja, gut. Alles klar. Vor allem, ne, ich bin gestern am Kräuterfeld gefahren, der eine Typ hat fast einen Herzinfarkt gekriegt, der dachte, da ist irgendwie eine Leiche irgendwo. Jo. Ja.
Ja Leute, ich habe keine Ahnung, ob das wieder gesperrt wird wegen Musik. Ich hoffe es nicht, aber was, ja, was soll ich machen? Es geht hier einfach nicht, weil dann müsste ich jetzt hier weggehen und... Ja, ist scheiße. Bin mal gespannt, wer der Gewinner gleich wird. Oh, keine Ahnung. Au. Ja, das sind dann mal Kopfschmerzen. Aber irgendwie, das war erst komisch, weil dann ging es weiter. Und jetzt ist auf einmal... geh weg. Oh, 175. Weil ich will bei der Verkündung dabei sein, ey. Wahrscheinlich sind hier so schnell Kopfschmerzen, weil hier so viele Leute sind. Das ist ja... Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Bug beheben soll, dass das die ganze Zeit laggt, wenn da Leute sind. Ich habe keine Ahnung, das, wie soll man das beheben? Ich habe... I don't know. Ich weiß nicht, ob... Sind Grafikeinstellungen zu hoch oder ich... Ah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ihr müsst die Lags halt aushalten. Ist mir jetzt... Ich versuche es in Zukunft mal was zu gucken, wenn ich Zeit habe. Gucke ich mal, ob ich ein paar Sachen beheben kann, irgendwas. Zum Beispiel würde ich es gerne noch flüssiger auf 60 FPS laufen lassen. Jetzt läuft es halt nur auf 1080 und 30 FPS. Ich versuche es mal, ob ich es mal zumindest mal flüssiger mache. Und ja, alles Weitere muss man dann sehen. Ich meine, gut, es kann ja flüssig laufen, aber wenn die Lags da sind, dann ist er trotzdem irgendwie nie flüssig. Flüssige Lags. Damit müsst ihr leben. Nee, mal gucken. Ich guck mir das demnächst mal an, wenn ich mal Zeit habe, aber ja. Es ist halt, das liegt halt aber an GTA-RP. Das werdet ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt was anderes streame, werdet ihr das wahrscheinlich nicht sehen. So. Die Meinung von deiner Mom reicht mir schon, Alter. Na, Mann, alles gut, Mann. So, ich bin ja irgendwie dienstlich hier schon. Er hat den rot durchgestrichen, du machst gar nicht mehr mit, Scheiße. Alter. Wundert mich, dass gar nicht so viele Cops hier sind, ne? Weil hier hätte... Waren noch irgendwelche da, oder? Zwei oder drei. Ja, aber sonst... Ich will mich immer richtig rum, wenn so viele Leute an einem Fleck rumhängen, weißt du? Deswegen voll. Ja, was soll denn hier passieren? Möchten die Cops ja alle zivil? Hallo! Hier? Hallo! Du bist der Security-Tür. Schön, ja, mir... mir wurde gesagt, ich kann mich hier bei Ihnen einfangen lassen. Und sonst kennst du noch irgendwelche Leute hier? Nein, Mann. Wir sind noch. Danke. Kein Thema. Ja, das ist auch immer schwierig, die Leute kennenzulernen. Nick. So, ich habe mich auch mal eintragen lassen. Hast den endlich gefunden? Ja. Es gibt ja mehrere Sachen wohl zu gewinnen, nicht nur in das Auto. Ach so, ja, aber diese Gutscheine wollte er doch schon um 19 Uhr im 10-Minuten-Takt verlosen. Ach aber so, ich habe okay. Davon gar nichts mitbekommen. Noch ich auch nicht. Eben meinte er nur einmal kurz, wir sollen uns am Auto versammeln, aber leider musste ich mir erstmal eine Kopfschmerztablette holen gehen. Na, ich auch gerade. Als zurückkam, war dann alles schon vorbei. Ja, da hat er halt erzählt, ne, dass es Essen gibt und so. Ich würde nochmal zwei Jackie Cola nehmen. Wann fing denn das an heute? Kann man die Musik nicht aufhalten. Achso. Dann geht das ja gar nicht so lang. Noch aber auch gefühlt, die Zeit geht nicht so rum. Ich wollte eigentlich heute auch eher da sein, aber. Ja. Abend. Ja, ich war irgendwie auch nicht verpennt. Dankeschön, ja, drei nehme ich auch. Perfekt, danke. Um 38 oder so war ich am Yellow Check. Dann habe ich dort erst gewartet, weil kein Auto da war, nichts. Auch Essen. Und habe dann mal durchtelefoniert. Fünfmal.
Ah, ja, und dann sind wir hier Essen auf jeden Fall und ja. Kein Alkoholgetränke, Bruder. Jo, leg dir ein bisschen was zu, Bruder. Dank dir, ne? Ja. Vielen herzlichen Dank, ne, mein Lieber. Leute, da bin ich mal gespannt, Alter. Jo. Ob wir dann hier Hallo. Was gewinnen. Ach ja. Hat er eine andere eigentlich? Valeria, wo seid ihr denn? Ja, welche macht denn Auto? Noch keine Ahnung. Noch, ja? Ich muss eh hier eigentlich bleiben. Jo, dann mach's gut. Ich kann nicht so permanent rumlaufen, das funktioniert nicht. Ohne Stöch? Ich muss, ja, mach das, ich muss auflegen. Doch, wie kann ich helfen? Ich wollte gerne was essen und trinken haben. Ja, rück in deinen Wunsch. Nicht alkoholisch. T-Bone Steak und keine Ahnung, was alkoholisches. Aber wo bist du? Alkoholisch oder jetzt nicht alkoholisch? Nicht alkoholisch. Okay. Moment. Rio, geh mal bitte ein Stück weg. Ja, soll ich. Ja, ich muss. Du bist ein Langfinger. Guter Witz. Dann ernst? Geil. So, bin ich mal gespannt, Leute. In 10 Minuten ist die Verlosung. Oh, Daniel, was geht? Was geht? Okay, höher komme ich nicht. Wobei doch, aber ich lasse es lieber. Ach ja, ich könnte vielleicht gleich ein Auto gewinnen. Und zwar der da direkt vor mir steht.
Aber ich meine, die Chance ist gering. Weil hier machen sehr viele Leute mit. Sehr viele Leute. Eieiei. Ich bin mal gespannt. Boah, das wäre natürlich Premium Motherfucking Shit. Aller Motherfucking Shit. Nein, Dios mir, der eine Witz nach der andere, ne? Ja, Bruder, ich... keine Ahnung. Manchmal schlafe ich früh ein, weißt du, manchmal bin ich so ein Mensch. Da will man sich schnell, ne, weißt du, dann denke ich so auf entspannt, bisschen hinlegen, Bruder, direkt pennst du ein, 20 Stunden am Stück. Ich sehe gerade jemanden, den ich auch aus Streams kenne. Oh Daniel, sorry. Red Dead ist nichts los. Naja, was soll in Red Dead schon los sein? Hä? Ich meine, hier ist viel los. Die ganze Zeit die Musik ist natürlich scheiße für den Stream. Oh, naja. Dann kannst du dir eine kaufen. Fünf Minuten noch, ne? Na dann schauen wir mal. Meinst du, wie schnell fährt die Karre, Alter? Puh, gute Frage. Oh, wahrscheinlich, ne?
Oh, 6000, Alter. 6000, theoretisch könnte ich mir den Waffenschein holen. Na gut, etwas mehr Geld bräuchte ich. Müssen wir mal einen Unicorn ausprobieren. Bin ich noch im Dienst? Mal von der Musik weg da. 6000. Aber nicht dem. Ich brauche noch etwas Geld. Bin nur 50 PS von 100 in Dreck. Ja gut. Ich vergesse immer drauf zu gucken. Mist. Ich bin es so gewohnt, dass niemand im Chat schreibt irgendwie. Zu sehr gewohnt. Das war mal anders. Oh, muss was essen. Eine Orange, geil. Jo. Da ist er doch wieder. Carlos Lopez, Franklin Sold, Kneipenhari. Kannst du mir noch mal kurz den Kofferraum aufmachen? Jonas okay. Kaiser und Jalil. Kaufst du weg? Ja, hab ich mir fast gedacht. Sag mal, habt ihr mal was zu essen für mich? Ich hab irgendwie nur noch Orangen dabei. Ja. Hey, Orangen sind mega gesund. Ja, ja, aber ich hab schon drei gegessen. Hast du hier keine Orangen? Ich hab schon drei gegessen. Wie? Ich brauch mal was. Ah, danke dir. Ah, okay, ich verstehe. Daran liegt das Problem. Hey, alles gut? Leo, Leo, geht's euch gut? Was ist los mit euch? Alles gut bei euch? Wer? Wir stehen noch hier nur. Hattet ihr schon ein bisschen zu viel Bier oder was? Bitte jemand fangen? Kann gut sein. Eieiei. Jose, und hast du die Nummer bekommen? I don't know. Ist aber andere Sache. Ist egal. Soll ich sie dir besorgen? Will diese Nummer gar nicht. Geil. Du warst aber gerade sehr interessiert, da? Immerhin kann die Frau gut kochen. Alter, was macht die da? Sein. Das schöne Auto, die soll aufpassen. Was macht ihr mit diesem Auto? Ein bisschen locker. Dabei hat die noch gar nichts bestellt bei mir, also besoffen kann die nicht sein. Eben wie. Keine Ahnung, vielleicht hat sie einfach verloren. Also, ich fand im Moment immer noch am besten, wo das kleine grüne Auto rückwärts gefahren ist und jemand new wie so ein Flummi getroffen hat. Elena, komm, das Auto wird verloren. Jetzt. Merci. Zwei Schlüssel. Ich weiß, das macht nichts, aber es ist dank mir, wenn du mich beschützt, Bruder. Ich hab ja so eine Angst. Musst du Angst haben? Nein. Hallo, <Mio. lacht> Ah, ist das geil. Was ist los mit denen, Alter? Macht jetzt auch noch einer was hier, oder? Ja, jetzt kommt's raus. Der Gewinner ist... Peter Pan. Nein. Dojo. Was? Weiter weiß. Ich wollte auch gerade sagen. Der hat ja schon mal Drafter gewonnen. Geht die Journey, oder? Ich höre nix. Nee, nee, kommt noch nicht. Bleib doch mal ruhig. Voll hippelig, ey. Was ist los mit dir? Ja, hallo, das ist mein Auto, Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn du das gewinnst, gebe ich dir $50. 500. Das hört sich gut an. Noch dazu Spritgeld, Bruder, da bin ich dabei. Ja. Natürlich, wenn du wirklich gewinnst, gebe ich dir auch nochmal 500. Ja, ich auch. Auf, Bruder. Oh, 1500. Wer bietet mehr? Gut. Na, dann wollen wir mal anfangen. Ich werde einmal, damit ihr auch alle seht, dass das alles konform hier abläuft, auf Lesnet mal das Dokument mit allen eingetragenen posten.
Dass ihr das mal sehen könnt. Ey, Datenschutz! Da seht ihr dann auch, in welchen Gruppen das unterteilt ist. Ich werde zweimal würfeln. Wenn natürlich gerade einer da nicht drin steht an der Zahlenstelle, würfel ich nochmal. Muss mal ganz kurz warten, weil es gerade wieder ein bisschen langsamer ist bei mir. Aha. Hab ich da eine Beschwerde gehört? James, mach was! Ich glaube, wir haben die Seite gecrashed, Leute. Ja, ja, komm, ich geh von der Leitung und Entschuldigung. Ja. Mach mal den Knick raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Was zum Teufel war das? Muss ich jetzt raus, Leute, in die Firma fahren? Müsste jetzt langsam da sein, so jetzt müsste der Bus raus sein. Ja. Da könnt ihr euch das einmal angucken. Ich werde das erste Mal würfeln, das sind dann die oberen Zahlen. Gruppe 3 bis 10. Und dann die Zahl der Person, die dann gewonnen hat. Bis noch ein paar mehr drin sind. Na, dann seht ihr auch, dass es alles hier konform abläuft. Sagt er den Namen auch nochmal? Hoffentlich laut. Oder sprichst du mal ein bisschen leiser da drüben? Haha! Ich glaube, 25 Leute sind genug als Beweis. Ich würfel dann jetzt das erste Mal. Oh. Egal. Aber ich muss ein bisschen näher zu dir. Welchen Preis geht es jetzt gerade? So, das ist die 10. Jo. Das geht jetzt um den Drafter. Wer ist denn die 10? Ja, es kommt noch. Und hier. Noch einmal die 4. Das ist Yasin Ismail. Yasin. Hab ich doch gesagt. Yasin, du Bastard. Was ist los? Yasin, Junge! Ich hab's doch Yasin, gesagt. Junge! Ich lass dich durch, wer? Gar kein Problem, mach mal Platz, Bruder. Seht das nicht? Mit dem breiten Kreuz. So. Ja, Essling, Glückwunsch. Really? Hauer! Hau dich raus, Alter, verpisst euch. Geh mal kurz an die 2. Er sagt's halt noch. Dann Glückwunsch dazu zum Auto. Direkt. Wie gesagt, das optische Tuning, das kannst du dann auch direkt machen, wenn du willst. Schade. Ja, auf jeden. Schade. Ja, schon geil. Junge! Ha! Was ist los, Leute? Mach kein Auge! Bitteschön. Bruder, danke. Kuss. Ja, guck mal eben, ob die Schlüssel passen. Ja, auf jeden. Man merkt irgendwie, die Menge ist tierisch begeistert. So. Ja, dann ist das auch mit der Verlosung und so weiter so heute vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr alle da wart. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen Essen und Trinken holen hier, wenn ihr noch was braucht. Wird man ein bisschen auf die Wortwahl achten. Noch ein bisschen noch die Autos angucken, aber so langsam machen wir dann hier nämlich Feierabend. Los, ihr nichts, könnt doch mal was. Hier, klatsch doch mal, mach doch mal was. Ah, ey, Vito, komm, wir kaufen uns einfach 10 Drifter. Haha, wir kaufen 20, jeder. Sehr schön, Yassi. Oh. Dankeschön. Unser Mann. Tja, ja. Da, guck mal, die 4 ist dieser Deromier da. Aber wenn ich richtig aufgepasst habe, dann hat doch eigentlich jemand anderes gewonnen, oder nicht? Ja, Deromier da hat gewonnen. Der kann nicht zählen, Junge. 4 ist dieser Deromier. Der macht Stress. Ja, das ist ein Kumpel von mir. Mit deinem Gesicht, ne? Ja, schau, der hat eigentlich gewonnen. Also haben die jetzt den Falschen aufgerufen, oder was? Ja, natürlich, Alter. Fest. Schau mal bei der 10 und dann hat er eine 4 gewürfelt. David, Yasin, Angel und dann Diego. Diego hätte gewonnen. Ja, du hast alles geplant, ja. Ich schwöre dir. Pick den. Selbst wenn du anhand der Zeile gehst, müsste das, ne, dann den Angel Douglas. Ach so, nee. Guck mal ganz links. Da fängt's ja schon, es fängt ja immer schon bei 3 an. Es gibt auch keine Gruppe 1 und 2. Es gibt direkt die Gruppe 3. Und dann oben, die erste, ist die Zeile Verstehe. Nummer 3. Jetzt habe ich gesehen. Ja, hey. Aber die Zeile war 10 und dann ging es drum, in welcher Kategorie 10 oder nicht. So, wir hören uns dann gleich an. Sie? Was, Montana? Wir hören uns gleich, ruf dich gleich an. Hey, yo. Ja, du musst bestimmt noch was mitnehmen. Ja, natürlich. Okay. Noch ein bisschen. Hey. Bisschen entspannen und so halt, ne?
Na dann. Ja, ich sag noch Bescheid. Bescheid, Yassi. Okay. Warte mal, ich muss mal die Seite wieder finden. Ich hatte die doch gerade noch. Hä? Ah, hier. Meine Fresse. Ja, Jungs, bedient euch auch mal noch, ne, am Kofferraum. Nehmt noch Wind mit, ne? Ich will nichts mehr nach Hause nehmen. Okay, danke. Ist hier ein Tuner gerade da von der Werkstatt? Nee, da steht da drüben. Mit den Hosen. Mit den Camouflage-Hosen. Mit den kurzen Hosen. Noch mit den Camouflage-Hosen. Ah. Da drüben. Gehen, wenn der irgendwie. Ich habe mitbekommen, dass sie arbeiten wollen. Ja, die wollen ein bisschen nach arbeiten gehen, ich würde da mitgehen. Ja, klar, geh mit, alles cool. Ja, gut, wenn wir das, ruft einfach an. Natürlich. Ja, mach mal. Viel Spaß dir. Ja, euch auch. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ich würde auch mal losmachen, Leute. Wenn ihr Cielo nochmal aufmacht, ruft mich mal an. Jungs, danke. Bis dann. Jo, mach mal. Bis später. Später. Wie macht ihr das dann sonst immer? Nach. Tja, ja. So, dann dürften die Leute jetzt wieder in der Stadt rumrennen. Komm, dann mache ich jetzt halt wieder, ja, Lieferservice, was soll ich sonst machen? Irgendwann gerate ich mal in den richtigen, mal gucken, was noch so geht. So, aber falls heute nicht viel passiert, dann bin ich aber auch nie lange on heute. Weil ich morgen eigentlich auch wieder früh raus muss. So, dann fahren wir mal zum Yellow hoch. So, heute ist der Harry ja nicht da. Ist natürlich blöd. Ich würde endlich gerne mal meine Schulden loswerden.
Irgendwie fange ich langsam an, diesen Wagen zu mögen. Wäre schon schade, wenn der verkauft wird. Ich meine, so gesehen ist es wie mein Wagen zurzeit, aber der Tank wird nicht leer. Ich muss wahrscheinlich mal einen Support. Aber das kann ich jetzt nicht machen, weil dann müsste ich den Stream beenden. Das ist scheiße. Weil ich habe keine Ahnung, wie man den Stream mutet. Ich habe keine Ahnung. Fahren wir mal zum Yellow Jack. Oh Gott. Ich habe hier noch fast sogar noch was zu essen. Ess gleich mal was. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell gefahren. Darauf achte ich gar nicht irgendwie mit Schnellfahren. Scheiße, ey. Na gut, doch, manchmal in der Stadt fahre ich langsamer, ja. In der Stadt, ja, aber hier, ich... Das gilt das außerorts, ne? Aber es ist ja okay, eine Autobahn, also kann ich ja eigentlich nicht unbegrenzt fahren. 100, ne? Ne, 140? Ach, keine Ahnung. Arbeit, sweet Arbeit. Kofferraum herausnehmen. Was haben wir denn hier noch? Moonshine, Chili Cheese, Eistee. Ja, du Tücke, ich habe ja eigentlich noch alles dabei. Was mache ich hier? Ich habe ja noch alles dabei. Lol. Wobei, scheiße, hatte ich Hornhautverkrümmung, könnte ich mal wieder mitnehmen, stimmt. Die könnte man immer mal dabei haben. Ist jetzt da einer hingefahren? Nee. Einkaufen. Mal 4 mit. Und Rinder. Nein. Mal den Whisky Cola brauche ich nicht. Der kann da rein. Mano. Jetzt esse ich mal kurz was hier. Real Life Essen.
überlege gerade, ob ich mir mal einen Waffenschein holen soll. Oder ob ich noch etwas warte. Eigentlich kann ich mir das leisten. Ich brauche einen Bankautomat. Oh, das bekommen wir vielleicht nicht. Was? Freundschaftsanfragen, warum ich Tyrone Jefferson, wer ist das denn? Ach, von Lennys. Nö. Folgt ihr nun? Die suchen bloß Kunden, mehr ne. Bankdaten, ne? 6200. Na mal dann. Auszahlen. 5000. So, jetzt sollten wir aber... Ah, really? Jetzt spawn ich wieder mein Auto. Geil. Ich liebe diesen Bug. I love it so much. Und dann noch ein Beifahrersitz. Vielen Dank, Game. Ich glaube, ich gehe heute nochmal in den Support. Ich glaube, ich gehe dann später, wenn ich offline gehe, gehe ich nochmal in den Support. Ist ja jemand da. Wow. Hallo Sir, ich würde gerne schweren Herzens einen Waffenschein kaufen. Nice. Haufen Schotter ausgegeben, jetzt habe ich erstmal eine Waffenlizenz. Eine Waffe kann ich mir zwar nicht leisten, aber ich habe eine Waffenlizenz. Aber die Waffe habe ich eigentlich ganz schnell wieder zusammengespart. Was wollte ich jetzt? Achso, gucken. Wie das aussieht. Nee, hä? Achso, ich muss zu Dokumente. Waffenschein. Nice. Geil. Dallas Steve. Okay, ich habe einen Waffenschein. Geil. Bin ich zwar pleite, aber... Na gut, nee, ganz, aber... Ja. Steig ein.
So, ich fahr mal zum Kräuterfeld, ja. Wenn ich schon einmal hier oben bin. Hallo Sir, guten Tag. Jo. Ich komme gerade vom Yellow Jack Inn. Kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Hier auf dem Feld, die Arbeit ist doch schwer und heiß und. Ich habe leider kein Geld dabei. Ah, okay, alles klar. Aber sonst hätte ich gern was genommen. Ja. Alles gut. Aber trotzdem mal. Danke. Okay, machen Sie es gut. Schönen Abend. Jo, Ihnen auch. Tschüss. Das letzte Mal, wo ich hier war, haben hier so viele Leute gearbeitet. Wieso ist hier wieder bloß eine Person? Mann, ey. Wenn er kein Geld dabei hat, brauche ich es nicht versuchen. Ich habe ihn gar nicht erst abgeschlossen. Tja, was soll ich machen? Dann fahre ich halt in die Stadt, weil hier oben. Ich weiß nicht, hier oben ist irgendwie noch tote Hose, es ist, ja. Oh oh. Scheiße, warum ist das SD jetzt hinter mir? Oh Gott. Ich werd gleich sowas von angehalten. Oh, okay, die sind abgebogen. Ich hab schon Panik gehabt. Scheiße, weil wenn die. Ja gut, ich hätte die vielleicht rumkriegen können, wenn ich denen was zu essen und zu trinken gegeben hätte. Wenn die mich kontrollieren, ich hab keinen Verbandskasten dabei. Ach naja, ich. Als ob mich hier jemand durchsucht. Also ich meine mit dem Wagen hier. Ah komm, wir fahren in die Stadt. Wir fahren mal zum PD. Fahren nochmal am Yellow vorbei, ob da was ist. So, ich glaube es nicht mehr. Ja, es wird erst wieder spannender, wenn der Harry da ist, denke ich mal. Ich glaube, es soll morgen sein Geburtstag hier sein auf dem Server. Auf jeden Fall wirkt der Server heute schon wieder voller als letztes Mal gestern. Gestern war das, ja. Oh. Ach ja, ja, ja. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz auf Toilette, bevor ich dann in die Stadt fahre.
So Leute, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Oh. Yo, hi. Hier. Yo, was geht? Kam dir irgendwie die Versteigerung Nibisse fake vor? Keine Ahnung, ich habe jetzt auf letzten nicht mit nachgeguckt. Nee, weil meine Leute meinten irgendwie hier, ich weiß nicht, dieser Vito oder so, ne, der hat ja dieses Auto zur Verfügung gestellt. Ja. Und der Typ, der gewonnen hat, der gehört irgendwie zu der Gang. Der hat ja auch vorher irgendwie rumgescherzt, ja, ich gewinne bestimmt und so. Ja, es kam irgendwie voll gefaked. Genau. Wow. Naja, das ist ein Plan. Wenn er schon rumgescherzt hat, ja, ich gewinne bestimmt. Ja, wow. Ja, ja, aber das klang auch sehr, ja, weißt du, das... Das klang ziemlich so, als würde es schon wissen, weißt du? Das, ja. Ja, ja. Naja. Vor allem, wenn er eh dazugehört, so halt. Naja, die kannten ich mein, sich da. Die haben ja schon, die haben ja, weißt du, die haben ja beide rumgescherzt da. Die haben sich ja sogar heftig. Geld, ich weiß nicht, hast du das nie gehört? Die haben sich ja irgendwie da Geld angeboten. Auf den, das, weil er meinte, er gewinnt. Und die haben sogar Geld drauf geboten, weißt du? Das, oha. Ja, ja, ja. Ja. Das war, ja, dann war das hundertprozentig abgesprochen. Ja, ja. Kannst du mir erzählen, was du willst, weil das Ding ist... Ja, du würfelst es aus. Ja, aber wer hat die Würfel richtig gesehen? So, weißt du, was ich meine? Ja, eben. So, und dann, er weiß ja, wo welcher Name steht halt. Genau. Dann halt einfach sagen, oh, ich habe das und das gewürfelt, wow. Genau. Das, und ja. Ja, was soll ich dir sagen, Alter? Weißt du, am Ende ist es vielleicht auch so, der hat die unter Druck gesetzt, der hat ja das Auto zur Verfügung gestellt und hat gesagt, hier, ja, lass mal die Nummer so und so gewinnen und... Ja, ja. Dann bleibt alles, wie es ist, oder keine Ahnung. Wer weiß, was die da... Ne? Ja, sind sowieso alles Verbrecher hier, Alter. Ja. Ach, das... Ja. War komisch. Naja. Was will man machen? Kann man halt nicht so sagen, einfach, ey. Naja. Ich meine, gut, Teilnahme war halt eh kostenlos, juckt mich ja, nicht, ja, also von aber daher, ne. Wenn man schon ein Gewinnspiel macht, dann sollte es auch richtig ablaufen, halt. Eben. Heftig, ey. Naja, gut, ich meine, was soll man da machen? Ich glaube, da sollte man lieber die Finger rauslassen, wenn man da jetzt irgendwie Theater macht. Dann... Ja, ja, mit diesem Vito würde ich mich nicht anlegen, glaub mal. Was ist denn das für ein Typ? Irgendwie habe ich da schon was gehört, irgendwie mit Mafia oder so, so leise, weißt du, ich... Ich sag mal so, ich könnte jetzt ein paar Sachen sagen. Mhm. Aber dafür kennen wir uns noch nicht lange genug, verstehst du? Ja. Du machst auch einen guten Eindruck, so ist es nicht. Ne? Aber bevor ich was sage, muss ich halt aufpassen, so nach dem Motto. Ja, klar. Verstehe ich. Weil sowas ist halt nicht immer für alle Ohren und dann kann es halt Ärger geben und so weiter. Du kennst das. Ja, kenn das alles gut. Naja, man hört ja sowieso viel, wenn man irgendwo weiß. Ja. Gerade wenn ich ja, überall es gibt da halt essen muss. Viele, die reden und dann haben sie halt später, ne? Mit seinem Arsch, so nach dem Motto. Genau. Naja. Naja, so ist das halt. Dann hau mal rein. Ich alles klar, du auch, Mann. Ciao. Ciao. So. Mal Mutter anher. Ja, Leute, das kam. War tatsächlich. Also,
Das kam mir auch so vor. Ich wusste halt nie, mit wem der gequatscht hat wegen, aber das hat sich ja dann herauskristallisiert. Das, ja, das kam voll gefaked mit der Autoverlosung. Warte mal, wen wollte ich denn? Ah, hier. Warum liegt denn da? Okay. Okay, ist nicht da. Das LSPD wollte nach dem Rechten gucken. Okay, der weiß. Also, meine Vermutung bestätigen sich langsam. Ich gebe die ganze Zeit, Leute, nur mal so zum Verständnis über meinen RP. Ich gebe die ganze Zeit den Dummen, ne? So, ja, ich bin ganz normal, ich frage bloß dies, ich frage bloß das, weißt? So, gebe ich mich. Aber ich bin halt auf Informationen aus, mit denen ich eventuell was anfangen kann. Versteht ihr? Womit man vielleicht mal jemanden an den Eiern hat oder halt sowas, ne? Auf sowas bin ich aus. Mal gucken. Und ich bin der Meinung, dass dieser Jax irgendwo dazugehört. Zu irgendwas gehört er dazu. Ich müsste mal... Interessant wäre mal sein Nachname. Ja, weil da könnte man vielleicht irgendwie... Was ist ein Nachname? Das ist schon lustig, wie ich Jax immer überall treffe. Überall. Das ist einfach ganz zufällig. Also ich habe den jetzt schon mehrfach zufällig getroffen. Das war eigentlich voll lustig. So, komm, wir fahren mal zum PD. Oh shit, ich muss essen und trinken. So, hier erstmal schön Wasser trinken. Ja. Wasser trinken und ein schönes Yellow to go. Geil. Oh. Okay. Weiter geht's. Den Motor ausgemacht? Keine Ahnung. Wie viel habe ich denn jetzt noch im Konto? ...1200, ah, ist okay. Hallo, die Herrschaften. Einen wunderschönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Oh, ganz gut. Kann ich ihm was anbieten? Ich komme von Yellow to Go. Kurz bei. Ja, was haben Sie denn anzubieten? Ah, ich habe Yellow to Go, das ist eine Gyrosbox oder Chili Cheese Pommes hätte ich dabei. Und Eistee. Ja, der Halter des Fahrzeugs ist ein Jack Dogo. Können Sie kurz mitkommen? Komm. Klar. So, habe ich alles da in unserem schönen Transporter, der Leichenwagen. Okay. Das ist unser Lieferwagen im Yellow. Auch nicht schlecht. Ah, wir haben bald einen neuen. Wir wollen den eigentlich verkaufen, wenn Sie Interesse haben. Ich habe kein Auto, ja. Nee, das... Nee. Na, das... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Okay, doch nee. So. Also, einmal alles hatten Sie gesagt. Einmal alles
Einmal, ja. Okay. Genau. So, yellow to go. Schön mit Tzatziki-Soße. Mhm. So, dann haben wir hier noch Eistee. Liegt ja jemand drin. Ja, das ist unser Maskottchen. So, aber der ist nicht mehr lebendig. Okay, das ist okay, gut. Er war es auch nicht mehr lebt. So, ich gebe ihm mal einmal der Eistee. Mhm. Schön. Dankeschön. Einmal die Yellow to Go Box. Dankeschön. Und die Chili Cheese Pommes, frisch zubereitet gerade oben. Ja, vielen, vielen Dank. Was kriegen Sie denn? So, ich muss mal ganz kurz zusammenrechnen, weil ich bin noch relativ neu. Ich hab die Karte noch nie ganz im... So, der SD sind einmal $5. Chili Cheese Pommes $15. Und die Yellow to Go $30. Macht 50, genau, $50. Ich hab nur 20s, aber ist okay. Dankeschön. Vielen Dank, Sir. Vielen Dank. Dann. Achso, vielleicht will ja noch mehr Leute was haben. Ja, ich frag nochmal rum kurz. Mhm. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen schönen Abend noch und vor allem ruhigen Dienst. Danke gleichfalls, ja, ich mach gleich Feierabend. Ah, okay. Ganz na, dann schönen bitte. Feierabend. Dankeschön. Hallo, die Herrschaft. Egal. Guten Abend. Tag. Kann ich Ihnen vielleicht auch was bringen? Ich komme vom Yellow Check-In. Ich habe frische Pommes dabei. Ich habe Yellow to Go, das ist so eine Gyros-Box, habe ich dabei. Manche Pommes. Pommes nehme ich gern. Pommes einmal für Sie, okay. Sie auch, Sir? Ja, gern. Ja, geben Sie ihm auch. Das geht auf mich. Okay, hole ich zweimal. Ich danke Ihnen. Überhaupt kein. Warte mal, was wollt ihr denn haben? Ah, Pommes. Na gut, ne, die habe ich nämlich gerade nicht dabei. Jetzt hätte ich die erst rausholen brauchen. Chili Cheese. Zweimal. So, jetzt muss ich mal rechnen. Plus $50 hier. Und zweimal Chili Cheese sind 10, 20, $30. Genau. 30. So. So, Sir. Was machen Sie mit Pili? Ja, eine Sekunde. Ich bin Bewerber. Ach so. Und dann nehmen Sie doch drinnen Platz, am besten. So, ich hatte schon. Ich gebe Ihnen die mal beide. Oh, Chili Cheese, oh, das sieht lecker aus. Gut, wie viel macht das denn? $30 wären das. Alles klar, Sekunde. Ich hab's leider nur so, nehmen Sie das immer so. Vielen Dank, Sir, vielen Dank. Haben Sie auch was für mich dabei? Ja, klar. Kommen Sie mal wieder zur Seite. Kommen Sie kurz mit. Was haben Sie denn so ein Angebot? Ich hätte Chili Cheese Pommes. Ich habe Yellow to Go, das ist so eine Gyros-Box. Oder ich habe auch Latte Macchiato und Eistee dabei. So, eine Gyros-Box, 2 Stück gerne. Jo, warten Sie, ich hol die kurz. Ja. So. Gyros-Box, 2 Stück. Sind $60. Hier, Leichenauto? Ja, das ist unser Firmenwagen. Der fällt ziemlich auf, hä? Ja, sieht man nicht so oft hier rumfahren. So, bitteschön. Ja, wir haben demnächst auch einen neuen Wagen. Falls Sie interessiert sind, der steht zum Verkauf. Ja, ich habe kein Geld, aber danke. Ja, schade. Ich meine, wir verkaufen den. Ah, ich meine, der ist auch, ja. Ist auch nicht unbedingt das Fahrzeug, mit dem man so rumfährt. Das wären einmal $60. $60. Jo. Ja, bitte sehr. Vielen Dank, Sir. Ach, dafür nicht gar kein Problem. So, dann wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend. Sind Sie hier, sind Sie Polizist oder? Nein, ich bin Bewerber seit, keine Ahnung, 2 Wochen oder so. Ah, okay. Mein Job lange besteht aus Warten. Okay, das ist natürlich auch ein Job. Aber bei dem verdient man wahrscheinlich kein Geld, ne? Eben, kommt drauf an.
Ja gut, ne? Gibt Leute, die wohl mit Warten Geld verdienen, wissen Sie? Und das stimmt allerdings. Nicht dazu. Na, ich leider auch nicht. Ich meine, ich fahre den ganzen Tag rum mit dem Wagen und dann, ja, manchmal wird man auch einfach angeschnauzt, wenn man irgendwo ein Gespräch reinplatzt. Ist auch nicht und so der beste Job. Lohnt sich das Geschäft dann? Es geht, also wir haben ja das Yellow Jack-In an sich, machen wir ja manchmal auf und dann bin ich halt dafür zuständig oder auch andere Kollegen, mal ja, rumzufahren. Ich kenne deinen Chef. Den Harry. Den habe ich kennengelernt hier, ja, der hat mir Stelle angeboten bei euch. Echt? Wann sind, ja, sind sie erst eingereist? Harry, ne? Na, Harry, ne? No? Kneipen Harry, ja, ja. Genau. Sind sie erst eingereist oder? Nö, nee, schon länger. Ich sag hier seit 2-3 Wochen ungefähr. Ah, okay. Ich bin jetzt, glaube ich, eine Woche bin ich jetzt hier. Ja, so gut. Ja. Wie gesagt, ich warte auf Bewerbung, aber weiß nicht, das PD ist, keine Ahnung, wie die das machen mit Bewerbungsgesprächen, irgendwie weiß keiner was. Also ich weiß, dass das PD gerne Party macht. Keine Ahnung, was das PD auch immer macht. Ja. Interessiert mich, um ehrlich zu sein, auch relativ wenig. Ich will eigentlich nur halt in Dienst gehen, ne, bisschen hier rumfahren, bisschen Geld verdienen. Ja klar, ne. Paar Leute ins Gefängnis bringen, wer möchte ich eigentlich gar nicht, ne. Solange ja, sie mich nicht ins Gefängnis nicht bringen. So. Nein, natürlich, bei dir kann ich Auge zudrücken, wir kennen uns ja. Nee, aber ich bin noch nie in irgendwelche illegalen Sachen verstrickt hier. Ich hab, ja, ich war es am Kräuterfeld und dann dachte ich, aber ein fester Job wäre natürlich cooler, besser. Ja, und dann habe ich beim Harry halt eine Arbeit gefunden. Was hast du denn bei Kräuterfeld gemacht? Ja, Kräuter gepflückt und dann, na, diese Tinkturen halt verkauft an der Apotheke. Hat sich das gelohnt? Es geht, es ist halt viel Arbeit, ne? Man muss halt erstmal die ganzen Kräuter pflücken, dann muss man sie verarbeiten und ja, ich meine so 380 hat man pro Flasche dann gekriegt. Geil. Okay. Halt gibt es hier eigentlich irgendwo einen Würfel zu kaufen? Ein Würfel? Oder sowas? Nee, dass ich wüsste, also, ne, sowas habe ich noch nie gesehen. Schade. Ich hab Lust auf Glücksspiel. Ja, Glücksspiel wäre echt mal was. Ich meine, es gibt LS Lotto. Ach, ich bin noch nicht 80. Ich bin erst 45. Lotto hat noch weit. Ja, stimmt. Ich war gerade, waren Sie auch gerade hier am Lennys, wo gerade hier das Auto verlost wurde? Nee. Ich bin eigentlich meistens durch hier im Warteraum. Soll ich dir mein Wohnzimmer zeigen? Komm mit, ich zeig dir. Zeigen Sie mal. Problem, kannst du mich gern duzen. Okay, wie heißen Sie? Wie bitte? Mit J und du? Ich bin Steve. Was? Steve? Nee, Steve mit S. Steve, achso, und ja, schön dich kennenzulernen. Pass auf, hier gehst du rein. Ist gut für. Oh, da ist Hitman. Ja, richtig. Leute, die sich in meinem Wohnzimmer setzen, finde ich auch ein bisschen unhöflich, aber was willst du tun? Ja. Auf jeden Fall, hier ist eigentlich so mein Platz, da stelle ich mich ein bisschen hin. Hier gibt es immer frischen Kaffee, ist jetzt nicht der beste, aber was willst du tun? Da gibt es andere Erfrischungsgetränke, da ist Snackautomat, der nicht funktioniert, die große Schande macht, repariert hier auch keiner. Ja. Richtig. Und dann ist hier Polizei, das heißt, ich bin ziemlich sicher, ne, so viel Einbrecher hatte ich jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, ne? Ich meine, was sicheres Wohnen. Aber ich sehe gerade kein Fernseher, ne? Ja, ja, guck, und dann kann ich mich entscheiden, stehe ich jetzt da oder setze ich mich doch hin? Aber Sie werden, ich da, Sie werden ja in Ihrem Wohnzimmer überwacht, ne? Da oben. Ja, ich sag, da totale Sicherheit ist hier, totale ist ja Sicherheit. Big komm, Brother ist watching. Weiter. Auf jeden Fall, hier sind halt Partner. Aber die sind meistens halt leider nicht so gesprächig, ich weiß auch nicht, ist ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein, ne? Ja. Ja, und dann hier ist dann Büro. Das ist so ein bisschen Top-Secret-Bereich. Da darf man nur so rein mit VIP-Ausweis. Oh, okay. Richtig. Und in der Richtung? Das ist so wie Backstage, verstehst du? Genau. Und das ist noch mehr. Das ist nicht nur Backstage, das ist nur für Polizei, nur für Security. Oh, das ist also, das ist Top-Top-Top-Secret, oder? Okay. Also mal abgeschlossen, das Ganze hier. Ganz Top-Secret, ja. Da hinten ist halt, sind die Uniformen und Ausrüstung und sowas, da sind Umkleiden, hat man mir gesagt, da ist aber auch Top Secret, da geht's zum Dach. Ah, okay. Ja, sie haben ein nettes Wohnzimmer. Ja, geht, ne? Mir würde also, der Fernseher würde mir fehlen. Ja, du, man kann ja nicht alles haben, ne? Dafür ist umsonst. Ich meine, gut, man hat hier vielleicht manchmal Unterhaltung, ne? Kommt drauf an, was für Leute kommen.
Ja, wie gesagt, ich habe ja den Hardy kennengelernt und noch einen kennengelernt, ne? Ab und zu lernt man nette Leute kennen, aber die meisten, weiß ich nicht. Die sind alle nicht so happy drauf, keine Ahnung wieso. Nur weil man halt ein, zwei Wochen mal hier wartet, muss man ja nicht gleich immer hier, wie heißt das, ist immer gleich Stimmung im Keller, ist ja auch nicht der richtige Weg. Na, ne. Na manchmal, also wenn ich ins PD komme, kommt mir das immer vor wie so Beerdigung, so in der Kirche oder so. Ja, ich weiß auch nicht, ist nicht irgendwie so Highlife. Na. Ja, oh, aber ansonsten ist ganz nett hier, ne? Ja, kann man sagen. Man kann leben hier, ne? Sowas. Man kann hier leben. Ja, ja. Glöber geht immer, sag ich, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, hier ist immer was los. Man hat was zu gucken. Ja, das kann man sagen. Aber um ehrlich zu sein, ich war ja schon relativ oft hier. Ich hab bis jetzt noch nie irgendwie hier mal so ein paar Verbrecher in Handschellen gesehen. Ich glaube, die nehmen immer Hintereingang oder so. Ja, noch nie. Na gut, die haben vielleicht auch einen Top-Secret-Eingang. Ja, wette ich drauf, irgendwie hinten rum oder so hinter der Tür. Also immer, wenn ich im PD war und hier gefragt habe, gut, außer heute und letztes Mal, aber beim ersten Mal, wo ich hier war und nach Essen gefragt habe hier, wurde ich nur angeschnauzt. So? Ja, ich sollte mir meine Pommes in den Po schieben und nur sowas. Was hast du denn gesagt? Was? Wer hat das gesagt? Ach, irgend so ein Afrikaner hier, ich weiß nicht, ob der Polizist war. So, okay. Das wäre komisch, wenn das Polizist sagt. Naja, ja, weiß ich nicht, frag doch die Leute hier, die kaufen bestimmt was. Ja, stimmt. So gut, DD, die warten ja sowieso alle, ne? Ich frag mal rum. Auf jeden Fall. Hallo, die Herrschaft. Mustafa, alles fit? Wunderschön. Möchte jemand was kaufen? Ich komme vom Yellow Jack-In. Nein, ich wollen haben, ja? Ich brauche ein Essen. Sie? Okay, dann kommen Sie mal kurz mit. Was Gutes. So, was darf es denn sein? Ich hätte Gyros-Box hätte ich dabei, also Yellow to go. Dann haben wir Chili-Cheese-Pommes und Eistee und Latte Macchiato. Pommes, die nehmen. Wie Pommes. Viel Provision kriege ich eigentlich für Kundengewinnung? 0,1. Besser als Prozent. Nichts. Okay, Sir, kommen Sie kurz mit. Also, einmal die Chili-Cheese-Pommes. Genau. Okay, hole ich ihn kurz aus dem Wagen. Warte mal, ich habe vergessen. $60 der eine. So. Wo ist denn jetzt hin? Die kosten $15. Obwohl doch, gib mir einen. So, Sir. Alles gut bei Ihnen, Herr Street. So, ja, bitteschön, das sind einmal $15. Diese gut. 15? 15, ja. Wieso halbwegs? Weil ich gebe ganz diese. Okay eigentlich, wieso? Vielen Dank, Sir. Danke. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Warten. Danke. Nicht verarschen. Artyom. Artyom. Wunderschönen guten Abend. Hallo, Sir. Ja. Wunderschön weiß ich nicht, aber guten Abend. Wer hat das denn jetzt gesagt? Ich. Bei mir ist er wunderschöner, da möchten Sie eventuell sagen, dass in meinem Kopf nicht alles richtig ist, weil hier der Arm wunderschön ist. Wie? Hä? Was? Sir, jeder ganz hat seine genau. eigene Meinung, Sir. Herrschen hier Spannungen? Das ist so richtig. Sie wollten also, wenn man sich Wetter anguckt, ist jetzt nicht so wunderschön, aber man kann natürlich drüber diskutieren. Irgendwo. Was ist das denn für eine Pflaume? Den hätte ich fast eine Backpfeife gegeben, Nico. Ja, soll mal näher kommen. Ich ficke den. Was war mit dem? Ich hab's gar nicht verstanden. Ach, der hat gesagt, wunderschönen guten Abend, habe ich gesagt, ja, wunderschön weiß ich nicht, aber guten Abend, also. Kam der zurück und hat die Scheiße gelabert, dicken markiert. Nimm mir gleich seinen Starkstock und steck ihn in den Arsch rein, Debil. Ja gut, ne? Alles gut, komm runter. Nein, ich muss gut. ganz kurz mal nach der Hirn. So, ich hab dir Steve mein Wohnzimmer gezeigt. Ich bin gleich wieder da. Ja. Natürlich. Und Steve, was geht sonst so? Hast du Alkohol dabei? Erstmal saufen. Ja, habe ich tatsächlich auch dabei. Ja,
Warte, muss ich noch überlegen. Ah, ich hab. Weißt du, mein Onkel, Onkel Saschka hat mal gesagt, drink and drive. Drink and drive. Ja, genau das. Das ist eine gute, gute Idee. Also ich hätte Whisky Cola hätte ich dabei oder die Hornhautverkrümmung, aber die hat 71%, die haut richtig rein. Ja, hatte ich aus. Ich hab hier von Harry, als ich hier mal, ich weiß gar nicht, als ich hier mal gewartet habe, also was heißt gewartet, als ich hier in meinem Wohnzimmer war, habe ich den ja kennengelernt und dann hat er mir so ein Ding gegeben. Und ich hab einfach hier abgestellt, wollte eigentlich einen Kaffeebecher nehmen, aber war halt sein Becher genommen, das aus Versehen getrunken, aber das ging. Ich bin gut im Nehmen. Ja, ne? Voll. Aber der haut ganz schön rein. Der Harry trinkt, glaube ich, 5 davon weg. Echt? Naja. Habt ihr auch Wodka oder so? Ne, Wodka haben wir nicht. Wir hätten ja, Moonshine, aber den habe ich gerade nicht dabei. Was ist das denn? Schnaps. Moonshine ist der, wissen Sie, der nie so ganz legal gebrannte. Ja, gut. Brennt der im Keller oder wie? Keine Ahnung, wo er den brennt, aber. Okay, hier brennt scheinbar auch in der Stadt. Was brennt? Ja, hier brennt scheinbar auch in der Stadt, so wie die alle wegrennen. Nicht. Oder ja das die Feuerwehr, oder? Oder das sind denen zu viele Bewerber hier und die sind jetzt weggerannt. Ja, Freitag wäre ich fast rangekommen und dann hatten die auch Einsatz. Na gut, ne? Ja, du, es ist ein Geben und Nehmen. Ja, das stimmt. Aber, na gut, was geben oder nehmen die denn? Abend. Naja, die geben mir Wohnzimmer. Ah, ja. Und nehmen mir meine Zeit. Stimmt. Jo, danke sehr. Sorry. Ich hab manchmal so Zuckungen in der Hand. Ah ja, kenne ich leider. Ich kann auch gerne jetzt Schlägerei machen, aber ich glaube, du gewinnst. Von PD, gute Idee. Ja, ja keiner mehr da. Aber ich meine, ne, sowas bräuchte es zur Unterhaltung hier, ne? Was? Eine Schlägerei oder so, weißt du, so zum Zugucken. Ja, auf jeden Fall. Nee. Oh, Hitman. Hallo. Wunderschön, hallo. Guten Tag, sind Sie... Haben Sie... Ist Ihr Beruf Auftragskiller? Sollte man meinen, ne? Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin ins Geschäft gegangen, hab mir den Anzug angeschaut, hab mir gedacht, der passt wie gegossen. Das steht Ihnen, ja? Ja. Fall. Kann ich ihm was anbieten, Sir? Ich bin vom Yellow Jack Inn hier. Ich habe Essen, Getränke dabei. Nee, danke. Okay. Aber trotzdem sehr, sehr nett. Ja, klar. Ich dachte hier, wenn man hier schon so lange warten muss. Ja, klar. Und jetzt sind die ja gerade alle weggerannt hier. Ja. Das sind, weiß ich. Ich glaube, das mit dem Bewerbungsgespräch können wir heute knicken. Hm. Also, ich bin versucht seit 2 Wochen. Jo, mich auf. So soll es sein. Na gut, ich hab's gar nicht erst versucht. Ja, es wäre ja auch langweilig, wenn irgendwie Personalabteilung geben würde, die sich um Bewerber kümmert. Dann hätte man den ganzen Spaß gar nicht. Außerdem hätte ich dann kein neues Wohnzimmer. Was machen denn die normalen Officer, die Bewerber sprechen? Viel besser die Luft hier draußen als da drin. Nee, irgendwie die warten immer. Dass ihr Chef da ist, weiß oder so, wie der heißt, White, weiß, Chief, wie immer der Chief? Heißt. Ja, genau. Ja, mit dem Chief haben wir letztens genau, Party am Chefpark gemacht. Genau, immer der muss da sein, andere können das anscheinend nicht machen. Also ich glaube, der vertraut zu seinen Mitarbeitern nicht so, aber ist ja nicht mein Bier. Chief und Party? Ja, der Chief war letztens im Yellow Jack-In, komplett besoffen und dann sind wir schon zum Stadtpark und dann haben wir dort noch Party gemacht. Ich war der Einzige am Yellow Jack-In und wollte eigentlich zumachen und dann kam da das halbe LSPD besoffen. Ja. Auch nicht. Deswegen wollen alle zum BD, ne? Wenn das BD Feierabend hat, ne? Dann brennt die Stadt. Tja. Oh, naja. Sollte man glauben, die Stadt brennt wegen anderer Personen, aber nicht wegen BD, ne? Auf jeden Fall, wenn die Gespräche machen, dann bin ich als erstes dran, ne? Und nicht ihr, die erst 1-2 Tage war.
Das ist ein Marathon, kein Sprint. Deswegen meine ich ja, das muss dann mit Körpereinsatz hier laufen. Richtig. Wir sollten eigentlich einfach fairen Sparring-Wettkampf daraus machen. Und der Gewinner darf dann eigentlich als einer erstes mitbekommen, was jetzt los war, dass alle rausgestimmt sind? Ja, natürlich. Ja, muss ja ein Großeinsatz sein. Ja. Ja. Im falschen Alarm kommen bestimmt gleich alle wieder. Wir wollten alle wieder zum Yellow Jack, zum Saufen. Ja, mit Blaulicht und MPs, ne? Ja. Genau. Ja, wow. Die stehen dann vorm Yellow, schießen mit der Waffe in die Luft und in der anderen Hand ein Whisky. Ne, die stürmen das Yellow Jack hin und beschlagnahmen den ganzen Alkohol für eine Party im PD. Ja, das hatte ich letztens. Da stand irgendwie, ich weiß nicht, ob hier ein Afrikaner arbeitet im PD, der stand letztens hinter der Bar und meinte, ich bin Praktikant. Und dann meint er noch, das wäre abgesprochen mit meiner Chefin Annegret, was gar nicht meine Chefin ist. Denn das ist der hier ein Afrikaner arbeitet, oder was? Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob der war jedenfalls mit dem PD dort und dann ja, hat er dort versucht, den Barmann zu machen, aber naja, ich habe ihn rausgeschmissen. Ja. Vielleicht war es eine Wahrheit- oder Pflicht-Challenge. Tja. Wer weiß, was das PD in der Freizeit spielt. Das kann man nie wissen, ne? Will ich gar nicht wissen. Ach nee, ja, stimmt. Im Stadtpark haben dann noch zwei vom PD irgendwie einen Wagen geklaut und dann hat das PD da hinterher geschickt. Also ja. Polizisten jagen Ich habe, ich sage euch, ich habe an den Abend Dinge gesehen, die ja wollte ich nicht unbedingt sehen. Ja, sieht mal, dass das PD auch Spaß haben kann. Ne? Ja klar, also sind da eigentlich auch nur Menschen. Ich glaube, sonst wären wir auch alle nicht hier. Eben. Ich meine, wenn man nur mit einem Stock im Arsch durch die Stadt geht, dann ist auch nicht gut, ne? Wer der zu? Ach du heilige Scheiße. Nee. Auf jeden Fall mit Sparring. Ich bin für Sparring. Alles okay bei Ihnen? Ja, Sparring ist gut. Ja. Körperliche Ertüchtigung. Ist erforderlich für einen starken Geist, sagte mein Truppenausbilder früher immer. Ist das so Esoterik-Zeug? Was? Was ist Esoterik? Der Truppenausbilder, oder was? Esoterik ist was, das braucht man nicht. Verstehe ich nicht. Das sind die in die Sterne gucken und dir sagen, was morgen für ein Tag ist oder wie dein Tag morgen wird. Ach so Horoskop meinst du? Na, so ja, Sachen. Da sehe ich ja, wenn ich aufstehe und einen Tag vollbracht habe. Genau, ja, aber die gucken nicht in ihren Kalender, sondern die sehen das in den Sternen, was morgen so los ist. Aha. Ja. Esoterik ist das Zeug, was die Leute mit Aluhüten immer kennen. So, die haben da so Alufolie im Kopf gewickelt. Das ja, so. Genau sowas. Was für Aluhüte? Ja, du nimmst eine Alufolie und faltest das zu einem Hut und setzt es dir auf den Kopf. Ach ja, guck. Ach, der hat zum Beispiel Jogginghose, der hat's gut. Der Chief kannte den noch von früher. Oh. Der ist reingestiefelt mit seinem Kumpel und hatte Uniform an. Ha, okay. Ja. Ja, da hatte er Zeit. Tja. Guten Abend. Mann, ich wollte jetzt versuchen, was rauszukriegen, aber die sind alle still wie sonst was. Wir sind die still, sind doch nicht doof. Du bist ziemlich neugierig. Das kann schlecht ausgehen. Ja auch, ich würde auch sagen, halt deine Neugier in Zorn. Er war ganz nett. Ich frag mal, ob die was kaufen wollen. Sir, an der Leitstelle. Wir müssten etwas lauter sprechen. Ja, Sir. Sie sehen so mitgenommen aus, geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Wollen Sie was zu essen oder zu trinken? Ich komme vom Yellow Jack in. Kommt drauf an, was Sie da haben. Also, ich habe Getränke, habe ich Eistee und Latte Macchiato und zu essen habe ich Chili Cheese Pommes und Yellow to Go, das ist so eine Gyros Box. Dann nehme ich, wie viel? Kommt drauf an, was?
Ja, warten Sie kurz. Mhm. Okay. Wie kostet denn Yellow to Go? Yellow to Go kostet $30. Dann nehme ich 3. Okay, alles klar, bring ich ihn. Dankeschön. John hat mal wieder was verkauft. Nett, wenn ich rumkomme und gebe mir mal kurz den Punkt. Guten Abend, Sir. Ja. So. Wollen Sie kurz rumkommen? Ja, warten Sie, ich komme gleich zu Ihnen. Alles klar. So, ja, was war? Ich habe gerade Funk gehört. Ja, genau, ich habe noch keinen Zugriff. Ich bräuchte einmal ganz kurz den Funk, bitte. .911. Ist klar. 47 Funk, check. Check. Super. So, der Herr. Ich glaube, die haben eher gedacht, dass das nämlich Stress und ich war einfach nur die Ruhe. Wie viel kostet? $90. 3 Stück wollten sie, ne? 90, genau, 3 Stück. Genau. So, bitteschön. Bitteschön. Vielen Dank. Einen schönen Dienst noch. Danke. Ah, Herr Polizeimann? Ja, Moment, gerade Funk. Ja. Ja, kommen Sie kurz an die Seite. Ja. Oh Gott. Wollen Sie was kaufen, Sir? Ich komme vom Yellow Jack Inn. Ich habe frisches Essen dabei, Getränke. Ich glaube, nee, dass ich glaube, Sie sollten nochmal die Geschichte verlesen, das nicht viel sich verwechseln. Da von was. Leuten auf der Straße. Vor allem nicht im Dienst. Auch wenn sie vom Yellow Jack hinkommen, das ist sehr nett, aber... Hm? Okay, ja, alles klar. Kein Problem. Super. Danke sehr trotzdem. Gerne. Sehr schmale Argumentationsgrundlage, aber okay. Dass alles so korrekt ist, weiß ich nicht. Damals war es halt so. Sind sie ihre Ware losgeworden? Na, ein bisschen was zumindest. Haben sie dann noch? Der eine. Früher waren es immer die doch wieder alle sich. Weißt du, früher waren das doch die Drogendealer, jetzt sind das hier die Essensdealer, ja. Vertraulich. Oh ja. Ich deale mit illegalen cool, Essen. Drogen zu nehmen, heutzutage ist es cool, Strom zu sparen, so wandelt sich das Leben. Haben sie schon Gyros gegessen? Der eine meinte gerade, er kauft nichts von jemandem auf der Straße, ja gut. Aber ich glaube, wir bräuchten wirklich mal so eine Kommst Werbung du von auf dem Auto. Bist du obdachlos, Steve? Ja, natürlich. Ich mach das Essen unter der Brücke. Glaube ich dir nicht. Du siehst zu hygienisch aus, um von Straße zu sein. Ja gut, ne? Mit Obdachlose, die sehen nicht so aus. Stimmt. Du siehst immer, ob ein Obdachlos ist oder nicht, spätestens an Fingernägel. Ja. Oder wenn er rumläuft wie so ein Schrank. Oder wenn er gerne im Mülleimer greift. Ja, oder so. Das stimmt. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Alle hinterher, los! Ja. Da siehst du, die ersten gehen schon rein hier. Ja, mir ist wieder da, jetzt geht's. Als würde das irgendwas bringen, ob man hier steht oder da. Was ist das denn für eine Logik? Was haben Sie denn noch zu essen und zu trinken dabei? Ah, ich habe noch Chili Cheese Pommes und die Yellow to Go, so eine Gyros Box. Ist auch was zu trinken dabei? Ja, Eistee und Latte Macchiato. Vielleicht besser als der PD Kaffee. Hätte Interesse an dem Eistee. Was kostet der denn? Der kostet nur $5. Ja, dann würde ich den nochmal nehmen. Ein? Ja, ein. Okay.
Oh. Ich hab mein Auto gar nicht abgeschlossen, auch geil. Gut. Was hast du so im Kopf, warum? Zeig mal. Nur essen und trinken. Ist das ein Leichenwagen? ja. Das ist unser Dienstfahrzeug. Haben Sie Interesse? Der steht gerade zum Verkauf. Nee, danke. Ich warte gerade auf mein Auto noch. Okay, was haben Sie denn für eins? Ein Prairi. Aber das sagt mir jetzt gar nichts. So, ich gebe ihm mal einen Eistee, bitteschön. Na, ich gebe ihm mal ihr Geld noch. Jo. $5 waren das? Genau, 5. Vielen Dank. Was mit Geschmack habe ich mich ja jetzt schon den ganzen Tag gefreut. Oh ja, so ein erfrischender Eistee. Ich fahre auch öfter mal hoch hier. Kennen Sie das Kräuterfeld? Nee, leider nicht. Okay. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ja, oben im Norden fahre ich auch gerne mal zum Kräuterfeld. Weißt du, wenn die da den ganzen Tag schuften, ne, dann freuen die sich auch über einen kalten Eistee. Es ist halt, ja, man muss wissen, wo man hinfahren muss, ne? Wo die Leute sind. Ja, klar. Und funktioniert das irgendwie? Die letzten Tage wurde ich vom PD immer weggejagt mit dem Essen, aber oh, heute hat sich echt gut rentiert. Ja, Großeinsatz, während 6 oder 7 Leute auf ein Gespräch warten. Na. Und man da drin nicht gerade die beste Auswahl hat. Eben. Gibt's aber auch was zu essen? Schon. Ich bin jetzt seit 1,5 Stunden hier und alles, was es gab, war bislang Wasser und Suppe. Oh je. Ah, die Automaten, naja. Ähnelt Krankenhausessen. Na, ja, Suppe ist auch nicht so mein Favorit. So, na gut, ich guck nochmal, ob oben nochmal jemand was will. Wenn nicht, dann fahre ich mal weiter. Dann komme ich noch ein Stück mit. Jo. So Leute, letzte Chance, ich fahre jetzt weiter. Wollt ihr noch was? Nee, danke. Wenn noch jemand was will, ich kann den Eistee empfehlen. Ja, der Eistee. Ich hab meine Donuts. Ich bin glücklich. Alles klar. Ich werde gut austauschen und einmal einsaufen gehen. Dann wünsche ich Ihnen hier auf jeden Fall noch ein frohes Warten und vor allem nicht mehr so lange. Ja, ja, danke. Geduld ist eine Tugend. Ja, das stimmt. Na dann. Lief. Macht's gut. Hallo. Eine Frage. Mach's besser. Hallo? Ja, was? Hörst du mich? Ich höre dich. Ja, gib mal deine Nummer, du Eierkopf. Ach so, ja. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Meine Nummer ist 130. Warte mal. Steve. Genau. Steve, hast du zweite Name? Dallas. Nachname. Was? Steve Dallas, mein Name. Wie wird geschrieben? D-A-L-L-A-S. Okay, Dallas. Ja. Aber ich muss mal kurz was trinken hier. Wasser. Sag Nummer. Nummer 130. Ja. 717. Was? 717 am Ende. 717? Genau. Ich will's auch meine Nummer. Ja, warte. Muss nochmal kurz. Name Artyom. Hier. Orange hier. Geil. Entschuldigung. So, sagen Sie mal Ihre Nummer. 315 Alles klar, hab ich. Artyom mit J, nicht Y. Ja, mit J hab ich. Gut. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Alles klar. Mach's gut. Jo, mach ich. Eine Frage hätte ich aber noch. Ja. Ab wann sind Sie denn wieder in Ihrem Laden? Yellow Jack, ich habe keine Ahnung. Mein Chef macht das mit dem Aufmachen. Es ist irgendwie schwierig. Irgendwie keiner kann mir das immer sagen, wann das aufgemacht wird. Also auf Lesnet gibt es auf jeden Fall die Seite Yellow Jack. Und da wird das immer gepostet, wenn wir aufmachen. Okay, dann gucke ich da einfach mal. Alles klar. Vielleicht sieht man sich. Genau. Tschüss. Danke. Halt, ich möchte mal Geld einzahlen, mache ich einen Stückpack.
So, genau. Boah, Leute, das hat sich gelohnt. Ja gut, die haben alle nicht viel... alle Trinkgeld gegeben. Ich glaube, die Polizisten haben alle Trinkgeld gegeben. Aber die warten denn jetzt nicht so... Na gut, die verdienen nur nicht so viel, ne? So, ich schulde dem Harry jetzt 1185 Dollar. Mal gucken, ob ich das Geld hab. Wow! In der Fest! Alles gut, die Herrschaften? Du, ich saß im Bus. Ja. Du saßt im Leichenauto. Sah von hier seltsam aus, verstehen Sie? Lass nicht drüber reden. Ja. Okay. Lass nicht drüber reden, Moment. Alles gut bei Ihnen? Alles gut. Bei uns ist alles gut. Gut, ja. Also ich meine, wir haben den Panzer unterm Arsch. Ja. Naja, auch nicht so. Gut, der Leichenwagen hat auch eine große Knautschzone. Alles cool. Okay. Soll ich jemanden rufen oder? Na, na, alles cool. Alles gut. Okay, gut. Dann. Na, dann. Tschüss. Pissen. Viel Spaß. Ja gut, ne? Ja, so sehr hat er den ja jetzt nie gerammt. Es war ja... ja, also, ja, das ist aber... Schnell rüber. Was ist denn jetzt los hier? Alter. Nee. Irgendwas geht hier nicht mehr. Sorry Leute, ich war hier gerade nicht nur das gerade, sondern auch technische Schwierigkeiten. Ja, aber das brauche ich jetzt nicht ausspielen, weil das war wirklich, ihr habt ja gesehen, bei mir ist er gerade weitergefahren, auf einmal ist er, ne? Also, die haben ja auch nichts ausgespielt, was soll ich denn jetzt hier ausspielen? Weil das war, ich hab's nie gesehen. Es war ein D-Sync und die muss man nie ausspielen. Man kann natürlich, aber ja, die spielen jetzt auch nichts aus. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt alleine da stehen und... Ne? Das wäre jetzt sinnlos, das auszuspielen. Okay.
Oh Gott. Oh, jetzt wäre ich aber wirklich fast an ein Auto gefahren. Scheiße. Außerdem ist es nichts kaputt. Genau, ihr seht es ja auch. Am Auto ist es nichts kaputt. Trotzdem Crash, ist nichts kaputt. Also spiele ich das nie aus, weil, ne? Wie viel schulde ich dem? 1100, ja gut, easy. Aber ich darf nur nicht da runterfallen, dann wird's kritisch. Wenn ich ihm das Geld nicht mehr geben kann, dann wär's kritischer. So, wie viel habe ich denn? Ich habe ja auch bar noch was dabei. 133 habe ich ja auch noch dabei. Hallo, Sir. Haben Sie eventuell Interesse an dem Leichenwagen hier? Kannst du noch mal ein Stück rennen? Okay, nee, perfekt. Okay. Ich kann verstehen, dass dein Auto ein bisschen länger ist und dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist, aha, mit diesem Auto zu steuern. Aha. Aber wenn man dann in ein Auto reinfährt, wie dieses da, was zum Beispiel mir gehört, würde man vielleicht das da bleiben. Sah anders aus. Verstehen Sie? Ist gerade ziemlich stickig irgendwie. Mhm. Und warum fahren Sie mit einem verdammten Leichenwagen rum? Das ist das Lieferfahrzeug vom Yellow Jack-In. Ich fahre damit Essen aus. Sie arbeiten für Yellow Jack-In? Genau. Mhm. Okay. Der Leichenwagen steht gerade zum Verkauf. Nee, ich will keinen Leichenwagen. Okay. Ey, wir haben jetzt nämlich einen Burrito, der eignet sich besser, glaube ich. Frag mich sowieso, warum wir von einem fucking Leichenwagen für Essensauslieferungen. Ja, das also ist mir mein Ding, das ist vom Chef. Keine Ahnung. Ist mir auch ein Rätsel, aber naja. Man fällt auf. Naja. Aber nicht gerade positiv. Boah, mehr oder weniger, ne. Okay, Sir, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch. Danke. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier, Alter? Das. Ach. Oh Gott, ich hab Angst. Oh Gott, ich muss hier weg. Alles so voller D-Sings. Nice, ich hab das PD am Hals. Oh, okay, die sind immer hinter mir. Okay, wo fahren wir denn mal hin? Eigentlich würde ich... Was? Mach lieber... Worauf warten das? Wann hast du das geschrieben, Daniel? Ich habe gerade gar nicht mehr aufgepasst. Oh, Alter, ey. Ohne Witz. Was? Ja, das ist scheiße. Ganz ehrlich, ich... weiß halt immer nie... Ja, wenn jetzt jemand da ist, der die D-Sings unbedingt ausspielen will, dann... Ich weiß aber auch gar nicht, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt jemanden ans Auto fahre? Was soll ich denn machen? Wegen dem D-Sync, ja.
Ja, aber ich kann es ja belegen. Das Ding ist, ich kann es ja, wenn da was kommen sollte, irgendwie, ich kann es ja belegen, dass das für mich komplett anders aussah. Also ich kann ja einen Clip von meinem Stream machen und dann kann ich das ja belegen. Boah, Alter, aua. Boah, ich hasse dieses Headset, ne? Ohne Witz. Boah. Ich hasse dieses Headset, ne? Red lieber mit Harry da. Ja, nee, mit Harry brauche ich dann. Nee, das brauche ich so nie ausspielen. Außerdem ist der Harry nie da. Und erstens, zweitens, das Ding ist ja auch, das Fahrzeug ist null kaputt. Von daher, es war einfach total verbuggt. Genauso eben wie beim Einparken. Da war kein Auto. Diese D-Sings treten hier nun mal auf, aber ja. Aber ich muss sowieso in den Support wegen was anderem. Aber da könnte ich natürlich, da könnte ich mal nach so einer Situation fragen. Ich muss sowieso. Ja gut, ich überlege jetzt, ob ich jetzt auch Feierabend mache. Wie spät haben wir. Ja komm. Mache ich jetzt halt für heute Feierabend. Ich fahre nochmal. Ich fahre jetzt mal hoch zum Yellow und gucke, ob da was abgeht. Und dann. Oder mache ich das gleich, weil dann könnte ich nämlich mal einen Support. Ich raste aus. Weiter geht's, oder? Ja, schaffen, alles gut. Alles gut, ah, sorry, ich glaube, wir haben uns die Augen ver... ja. Ja, okay. Sorry. Wünsche dir einen schönen Abend. Gleich wird. Oh. Ich raste geil aus, ohne Witz. Ich versuch's ja mal auszuspielen. Weißt du, dann denke ich, okay, die spielen es jetzt aus, weil die da stehen bleiben und mich zuparken. Gut, die dachten jetzt wahrscheinlich. Na, das ist scheiße. Ist da bekloppt. Ist da vollkommen. Ja, ist da vollkommen bekloppt. Was soll ich? Was soll ich denn da machen? Sorry, ich. Also mit solchen Situationen bin ich gerade echt überfordert. Was soll ich denn da machen? Ich kann. Was soll ich denn jetzt ausspielen? Es ist. Dann sagen die wieder, die haben es nie gesehen. So, vorhin habe ich es nie. Na komm, ich packe jetzt mein Auto ein. Alter, ich habe schon Angst hier zu fahren. Das ist. Also irgendwie. Nee. Ich geh jetzt mal in den Support und. Alter. Okay. Ich schwöre, ich fahre nicht mehr, wenn die nichts sagen, Alter. Ohne Witz. Ey, ich schwöre, ich gucke jetzt eine halbe Stunde hier an jeder Kreuzung. Ey, jetzt kommt einer, ich schwöre, ey. Ich kann nicht mehr. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ach Gott, ich will einfach nur noch einparken, bitte. Ich will einfach nur noch hier rein. So. Gut, ich packe jetzt ein, dann gehe ich ins Hotel und dann gehe ich mal in den Support. Also das streame ich natürlich nie, Leute. Das darf ich auch gar nicht. So. Einpacken. Und pack ihn doch ein. Gut. Oh, ich will. Ja? Privat, Steve, ich bin's. Ach, du bist's. Was geht? Steve, bist du gerade beschäftigt? Ich. Nee, wirklich, ne. Komm mal vorbei und bring mir mal noch was zu essen mit, wenn du Lust hast. Kannst auch direkt reinkommen im Wohnzimmer, muss ich klingeln. Ja, gut, das ist gerade schwierig, weißt du? Ich. Ja. Ich probier's, okay? Ich komm mal vorbei. Schwierig. Egal. Ich komm mal vorbei, ja. Ah, alles gut, musst du nicht. Wenn anderes zu tun hast, kein Stress. Ja, ist ja nicht so, als würde ich irgendwo hingehen. Ich wollte eigentlich gerade ins Hotel gehen, deswegen ist. Ach so, nee, dann mach das, alles gut. Okay, gut. Kein Problem, Mann. Dann, ich rufe dich mal an, wenn ich wieder da bin, ja?
Ja, alles klar, wir sprechen klar. Die Tage, ja? Bis die Tage, hau rein, ciao. Alles klar, dabei, Genosse. Jo, dabei. Hä, warum hab ich... Warum sagt er mir, wenn ihr wer anruft? Hä? Na mal, dann habe ich jetzt noch was, was ich gerne im Support fragen würde. Ja. Ja, nee, habe ich jetzt eigentlich nie so... Ich dachte, ich habe erstmal gefragt, weil wer weiß, was er wollte, vielleicht irgendwas, ne? Aber jetzt bloß, ach, wegen Essen bringen jetzt nicht, nee. Gottes Willen, ich werde noch angefahren, Alter, ohne Witz. Noch den letzten Metern vom Hotel. Boah, nicht ins Hotel, Alter. Okay, Leute, dann danke fürs Zugucken heute. Ja, war eigentlich ganz cool gewesen an sich heute doch. Ja, ich komme immer mehr rein ins RP. Also mir ist heute auch aufgefallen, mir fällt es leichter, mit Leuten zu reden. Fällt mir leichter. Macht Spaß. So, Leute, na dann haut rein und bis zum nächsten Stream. Ich denke mal, der ist sogar morgen eventuell. Lel. Weiß ich noch nicht genau. Haut rein, ciao.